Hallo, in diesem Video üben wir das Verb werden und die Formen davon. Zuerst die Sätze. Punkt, Punkt, Punkt. Du mir bitte helfen. Punkt, Punkt, Punkt. Es besser. Punkt, Punkt, Punkt. Wenn es von dir alleine gemacht. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Es nächsten Sonntag regnen. Das. Punkt, Punkt, Punkt. Meinen Plan stören. Setzen wir ein. Würdest du mir bitte helfen? Das ist Konjunktiv 2, eine höfliche Frage. Wäre es besser geworden? Das ist das Verb werden im Konjunktiv 2. Wäre es besser geworden, wenn es von dir alleine gemacht worden wäre? Gemacht worden wäre, ist wieder Passivkonjunktiv 2, Vergangenheit. Wird es nächsten Sonntag regnen? Wird regnen ist Futur. Das würde oder wird meinen Plan stören. Würde stören ist Konjunktiv 2 Gegenwart und wird stören ist Futur. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Würdest du mir bitte helfen? Wäre es besser geworden, wenn es von dir alleine gemacht worden wäre? Wird es nächsten Sonntag regnen? Das würde oder wird meinen Plan stören. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Präteritum und das Plusquamperfekt ein bisschen genauer an. Und noch einmal kurz zur Erinnerung das Plusquamperfekt. Wir sagen, er oder sie hatte gemacht, wenn man sich nicht bewegt und er oder sie war gekommen, wenn man sich bewegt. Zuerst die Sätze. Nachdem sie, Punkt, 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 kochen, Punkt, 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 decken Sie den Tisch. Bevor Sie sich einen Tee, Punkt, 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 machen, Punkt, 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 Sie, Punkt, 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 abräumen und, Punkt, 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 abspülen. Setzen wir ein. Nachdem sie gekocht hatte, Plusquamperfekt, deckte sie den Tisch. Präteritum. Bevor sie sich einen Tee machte, Präteritum, hatte sie abgeräumt und abgespült. Hatte abgeräumt und abgespült sind Plusquamperfekt. Merken wir uns noch einmal, das Plusquamperfekt steht in der Vorvergangenheit, das heißt meistens mit den Konjunktionen nach dem und bevor. Etwas ist also vor der normalen Vergangenheit passiert. Und jetzt noch einmal die Sätze. Nachdem sie gekocht hatte, deckte sie den Tisch.
Bevor sie sich einen Tee machte, hatte sie abgeräumt und abgespült. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, tschüss und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Passiv und verschiedene Formen von Werden an. Unten eine kleine Wiederholung. Wird getan, Präsens. Wurde gebaut, Präteritum. Wäre, worden. Konjunktiv 2, Vergangenheit. Und jetzt die Sätze. Als das Haus bauen, stehen, es allein am Stadtrand. Nach dem Meer, bauen, kommen, mehr Einwohner und alles, immer teurer. Achtung, nicht immer steht hier das Passiv. Setzen wir ein. Als das Haus gebaut wurde, Passiv Präteritum, stand es allein am Stadtrand, Aktiv Präteritum. Nachdem mehr gebaut worden war, Passiv Plusquamperfekt, kamen mehr Einwohner, Aktiv Präteritum. Und alles wurde immer teurer. Das ist auch Präteritum, aber das Vollverb werden, im Englischen to become. Und jetzt noch einmal die Wiederholung. Als das Haus gebaut wurde, stand es allein am Stadtrand. Nachdem mehr gebaut worden war, kamen mehr Einwohner und alles wurde immer teurer. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung. Informationen zum Passiv findet ihr auf der Seite http://de.longua.org/downloads.php. Bis dann, ciao.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Wort manch bzw. manche genauer an. Manchmal gibt es hier mehrere Lösungen. Fangen wir also an. Warum verstehen das Leute nicht? Muss es nur einmal erklären, anderen tausendmal. Leute werden es nie verstehen. Fällt es einfach nicht leicht. Es dauert mal eben länger. Warum verstehen das manche Leute nicht? Nominativ. Manchen muss man es nur einmal erklären, anderen tausendmal. Manchen Dativ Plural. Manche Leute werden es nie verstehen. Nominativ. Manchen oder manchem fällt es einfach nicht leicht. Dativ. Es dauert manchmal eben länger. Manchmal ist ein richtiges Wort. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Warum verstehen das manche Leute nicht? Manchen muss man es nur einmal erklären, anderen tausendmal. Manche Leute werden es nie verstehen. Manchen oder manchem fällt es einfach nicht leicht. Es dauert manchmal eben länger. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns Verben an, die sowohl Akkusativ als auch Dativ verwenden. Zuerst die Sätze. Sie gibt zurück. Sie schickt den Brief. Sie nimmt mit. Sie lädt immer ein. Sie bringt mit. Einige dieser Verben mit Akkusativ und Dativ sind sagen, erzählen, erklären, mitteilen, geben, bringen, schicken und senden. Setzen wir ein. Sie gibt es mir zurück. Es Akkusativ, mir Dativ. Sie schickt mir den Brief. Mir Dativ, den Brief Akkusativ. Sie nimmt ihn mir mit. Ihn Akkusativ, mir Dativ. Sie lädt ihn immer ein. Einladen steht nur mit Akkusativ. Ihn Akkusativ. Sie bringt es ihm mit. Es Akkusativ, ihm Dativ. Und noch einmal.
Sie gibt es mir zurück. Sie schickt mir den Brief. Sie nimmt ihn mir mit. Sie lädt ihn immer ein. Sie bringt es ihm. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal werden würdet. Bis dann, ciao und jetzt eine Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Verben lassen und werden an. Zuerst die Sätze. Er hat sie, Punkt, Punkt, Punkt. Sie hat ihn in Ruhe, Punkt, Punkt, Punkt. Sie hat ihn gehen, Punkt, Punkt, Punkt. Er ist nicht angerufen, Punkt, Punkt, Punkt. Er ist wieder glücklich, Punkt, Punkt, Punkt. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Worden, B. Geworden, C. Verlassen, D. Verworfen, E. Gelassen und F. Lassen. Setzen wir ein. Er hat sie verlassen. Sie hat ihn in Ruhe gelassen. Das ist das Vollverb lassen. Sie hat ihn gehen lassen. Das ist das Hilfsverb lassen. Er ist nicht angerufen worden. Das ist das Hilfsverb werden. Er ist wieder glücklich geworden. Das ist das Vollverb werden. Und jetzt noch einmal. Er hat sie verlassen. Sie hat ihn in Ruhe gelassen. Sie hat ihn gehen lassen. Er ist nicht angerufen worden. Er ist wieder glücklich geworden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns Adjektive und Präpositionen an. Zuerst die Sätze. Er ist neidisch das. Ich bin enttäuscht das. Ich bin überzeugt das. Ich bin interessiert das. Sie ist begeistert das. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Davon, B. Dazu, C. Daran und D. Darauf. Setzen wir ein. Er ist darauf neidisch, dass. Neidisch sein auf plus Akkusativ. Ich bin davon enttäuscht, dass. Enttäuscht von plus Dativ. Ich bin davon überzeugt, dass. Überzeugt von plus Dativ. Ich bin daran interessiert, dass. Interessiert an plus Dativ. Ich bin davon begeistert, dass. Begeistert von plus Dativ. Und noch einmal alle Sätze. Er ist darauf neidisch, dass. Ich bin davon enttäuscht, dass. Ich bin davon überzeugt, dass. Ich bin daran interessiert, dass. Sie ist davon begeistert, dass. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung.